Ist doch nicht fair, oder? Ist doch schon deswegen nicht fair, weil der Mensch ja dauernd immer irgendwo hin muss. Das ist ja auch das Problem. Erkannt hat das übrigens schon Pascal. Ja, vor langer Zeit Blaise Pascal, ein erfolgreicher Influencer aus dem 17. Jahrhundert. Zitat, häufig gehört in der letzten Zeit, ich habe mehrfach auf den Umstand hingewiesen, dass das Unglück des Menschen daher rührt, dass er nicht längere Zeit allein in einem Zimmer verbringen kann. Gut für mich, sonst wären Sie heute Abend in Ihrem Zimmer geblieben, mal in Ruhe Pascal lesen. Aber wir waren dieses Jahr alle sehr, sehr lange in diesem Zimmer. War viel zu lange in diesem Zimmer. Und es war ja nicht nur dieses Zimmer, da waren ja auch noch Menschen in diesem Zimmer. Menschen, die wir lieben. Und Gott, wir lieben diese Menschen, nur eben nicht dauernd in diesem Zimmer. Aber Gott sei Dank ist ja jetzt bald wieder Normalität. Und in der Normalität muss der Mensch dauernd immer irgendwo hin. Ja? Was ja ein bisschen idiotisch ist. Ja? Ein bisschen idiotisch, denn die Erfahrung ist häufig nur die Parodie auf die Idee. Hat Goethe gesagt. Wir stellen uns etwas vor, ein fremdes Land, eine rauschende Party, eine wilde Liebesnacht und wir setzen alles daran, um das wirklich zu erleben und hinterher denken wir uns doch oft, ach, Vorfreude ist eigentlich auch ganz schön. Und Goethe musste das ja wissen. Der wollte ja auch schon dauernd immer irgendwo hin, hier Gardasee, Pizza fressen, statt einfach mal Zeit in seinem Zimmer zu verbringen. Was hätte der Mann für gute Literatur schreiben können? Aber wenn der Mensch zu viel Zeit in seinem Zimmer verbringt, kommt er auf die Gedanken, dass er sterblich ist. Keine gute Idee. Dann lieber raus, verreisen an exotische Plätze, die schon deswegen nicht exotisch sein können, weil man da selbst ist. Wie unberührt kann eine Natur sein, in der man neben sich den Satz hört, Jürgen, hast du die Heringe mitgebracht? Aber der Mensch will dauernd immer irgendwo hin. Er lebt da, in A. Und er fühlt sich wohl, da ist doch geboren in A und aufgewachsen. Stolzer Einwohner, sage niemand was gegen A. Aber das hat man ihm von klein auf beigebracht. Wer nur A kennt, der kennt die Welt nicht. Und wer die Welt nicht kennt, der hat ja im Grunde gar nicht gelebt. Das will der Mensch ja nicht. Also kauft er sich eines Tages ein Ticket und er fährt nach B. Und B, atemberaubend. Die haben da einen Platz, absolut himmlisch. Es gibt ganz viele Menschen da. Eine malerische Altstadt, in der man da alles kaufen kann, was das Herz begehrt. Und das Essen ist unglaublich lecker da. Und sogar noch billiger als in A. Leben möchte er da nicht. Er ist ja doch gebürtig in A, also fährt er wieder nach A, wo ihn immer noch sein Job erwartet, der ihn so müde macht. Die Wohnung sieht immer noch nicht so aus, wie er sich es eigentlich vorstellt und sein Fahrrad hat immer noch einen Platten. Statt sich nun die Lebensumstände in A so zu gestalten, dass es keinen Grund mehr gibt, irgendwo anders hinzufahren, sagt sich der Mensch eines Tages, ich glaube, ich muss mal wieder raus. Aber nicht nach B, so wie mein Nachbar fährt ja jedes Jahr nach B. Ja, wie armselig kann man sein? Nein, er fährt nach C. Und C erinnert ein bisschen an B, aber die haben da keinen himmlischen Platz, sondern einen Turm. Einen wundervollen, alten, schönen Turm. Es gibt ganz viele Menschen da. Eine malerische Altstadt, in der man alles kaufen kann, was man in B auch kaufen kann. Und das Essen ist unglaublich lecker und sogar noch billiger als in B. Also C ist nun wirklich eine Reise wert. Er kommt mit einem anderen Touristen ins Gespräch und der sagt ihm, C sei ganz nett, aber er käme aus D. Und D hätte nicht nur Altstadtmenschen essen, sondern auch eine Brücke. Eine wundervolle, romantische, alte Brücke. Und wenn man die Brücke nicht gesehen hat, hätte man im Grunde gar nicht gelebt. Das will der Mensch ja nicht. Also fährt er nach D, er stellt sich auf die Brücke und er sagt sich, mein Gott, eine Brücke. Am Flughafen sieht er einen anderen Touristen, der trägt ein T-Shirt, auf dem steht I love E. In E war ich noch nie, denkt er sich. Das reicht inzwischen als Auslöser für die Buchung. Denn der Gedanke, dass es gute Gründe gibt, warum er noch nie in E war und dass inzwischen so viele Menschen nach E fahren, dass die Menschen in E ihn hassen werden, der kommt ihm nicht. E tipptopp, Altstadt, Menschen, Bauwerk, schnell noch ein Foto vom Essen machen, weil man nicht über genügend Worte verfügt, um die Speise angemessen beschreiben zu können. Die Altstadt in F geht so, die Menschen in G, er kann sich nicht wirklich daran erinnern, denn, und das ist ganz wichtig, alle Kontakte mit den Einheimischen sind auf den Check-in an der Hotelrezeption und auf den Ruf Il Conto per favore zu reduzieren. Auch nach längeren Aufenthalten in H-I-J-K-L-M-N-O-P ist er nicht in der Lage, auch nur den Satz Hallo, wie geht's Ihnen im Idiom der Einheimischen fehlerfrei über die Lippen zu bringen. Er spaziert durch Stadtviertel wie Chinatown und bewundert diese als besonders authentisch, eben jene Stadtviertel, die er zu Hause als Parallelgesellschaft bezeichnet und von der Staatsmacht beseitigt wissen möchte. Ganz toll ja auch das Schloss in Q. Besucht werden bevorzugt die Bauwerke früherer durchgeknallter Despoten. Wann immer es etwas zu bewundern gibt, das größer ist als die eigene Doppelhaushälfte und das unter dem Schinden von Arbeitern mit goldenem Brokat ausgeschlagen wurde, stellt man sich hin und macht ein Foto von sich vor dem Schloss. Vor jede Traumkulisse wird die eigene Fresse gepackt.
geparkt. Das erwähnte Ziel wird zum Hintergrundmaterial degradiert, bloßes Beweisstück dafür, dass man da war. Schnell noch nach Versailles, Lustschloss gucken. Ein Lustschloss, das so groß ist, das sollte dem damaligen Hausherrn im Westflügel Lust überfallen haben. Er bei Ankunft im Ostflügel kaum noch wissen durfte, warum ihm gerade ebenso blümerant im Hüftbereich war. In A bis R geht übrigens am liebsten in Starbucks, denn das sieht überall gleich aus. Weil ihn die eigentliche Kultur der Länder, deren Innenstädte er mit den immer gleichen Wünschen nach den gleichen Getränken und Klamotten zur Uniformität verdammt im Grunde gar nicht interessiert. Er ist eigentlich ja nur noch unterwegs, weil er Angst hat auf die Frage, waren Sie schon mal in S? Kleinlaut gestehen zu müssen, ich habe es bis jetzt leider nicht geschafft. Statt mit stolz geschwellter Brust zu sagen, hören Sie mal, da lese ich doch lieber was von Nele Neuhaus. Es interessiert mich nicht die Bohne. Also begibt er sich in fremde Länder, an Kulturstätten, macht sich hinter vorgehaltener Hand über Menschen lustig, deren Ahnen schon Kultur hatten, als seine Urgroßväter noch metzaufend durch die Wälder getorkelt sind und dann nach 20 Minuten Beachvolleyball so viel Sand in der Arschritze, dass er damit die Infrastrukturprobleme auf der A3 lösen könnte. Aber wo man ist, spielt überhaupt keine Rolle, denn es geht nicht darum, sein eigenes Menschwerden durch sanfte Neugier zu fördern, sondern nur noch darum, tausende idiotische Bilder zu machen. Jedes einzelne eine Beleidigung für das Medium Fotografie. Aber Hauptsache, es zeigt ihn irgendwo. Und als ob das Bild nicht schon das Austauschbare des Moments hinreichend erzählen würde, zeigt er jedem, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, guck mal, das bin ich irgendwo. Ist vielleicht auch ganz gut so. Wovon sollte er sonst erzählen? Urlaub ist ja nur was für Menschen ohne Fantasie.